Mitternacht wird. Der ist ein Sieger, egal ob bei den Frauen oder bei den Männern. In diesem Jahr waren insgesamt 1.377 Teilnehmer dabei und dies aus 47 Staaten. Das ist schon unglaublich. Und sie alle, die ankamen, hatten, Sie sehen es, dann doch noch die Kraft, wenigstens ein bisschen zu lächeln. Eine Tortur, wie man sie sich kaum vorstellen kann. 3,9 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer auf dem Rad. Und danach noch ein Marathon, 42,2 Kilometer Länge. Und dies bei teilweise herrschenden Temperaturen, selbstverständlich nicht, wenn es so spät ist, von über 35 Grad in der Sonne. Hawaii, ein Spektakel, ein Medienspektakel, ein Treffpunkt aller Triathleten, egal ob sie Weltklasse sind und damit ihren Lebensunterhalt finanzieren oder ob sie einfach nur dabei sein wollen, so wie auch diese beiden hier. Hawaii, das ist der absolute Höhepunkt einer Triathlon-Serie. Das Wimbledon, dieser Ausnahmekönner, Ausnahmesportler. Und Sie sehen, was da los ist, wenn man dann die Letzten einfängt, die unbedingt vor 24 Uhr im Ziel sein wollen. Denn 24 Uhr, das ist quasi so die Deadline. Das heißt, wer danach erscheint, für den ist dann Schluss. Wir werden herrliche Aufnahmen sehen in der nächsten Stunde, wenn wir uns diesem Ereignis ein bisschen widmen werden. Kaum vorstellbar, dass über 1300 Athleten da irgendwann ins Wasser springen und dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Zumeist auf dem Rad, Gebieten, wo es vornehmlich Lavagestein gibt, und danach geht es nochmal so ganz nebenbei auf die Marathon-Distanz. Das sind Extremleistungen, die extremes Training erfordern, aber dazu später noch ein bisschen mehr. Hawaii also auch in diesem Jahr Treffpunkt der Besten. Zum Beispiel von ihm hier, Mark Allen, der in den letzten zwei Jahren hier gewann. Ein Konkurrent von ihm, wahrscheinlich dieser Herr hier, Greg Welch, Paula Newby-Fraser, sie die Favoritin bei den Damen, genauso wie Erin Baker. Paula Newby-Fraser hatte dreimal, Erin Baker, die wir hier im Bild sehen, zweimal bereits auf Hawaii triumphiert. Die Startzone, da gab es ja im letzten Jahr ganz offiziell wirklich den ersten regelgerechten Start. Da gibt es natürlich immer wieder Verschiebungen vorne, da stürzen einige schon vorher los, bevor es dann das Startzeichen gibt. Aber auch in diesem Jahr gab es noch ein paar Verschärfungen, 30 Meter insgesamt dieser Raum. Und die Vorbereitungen vor diesem Start, das war in der Früh um 5:30 morgens, da war es gerade erst hell, kamen die ersten schon an, machten sich warm, besonders natürlich die Profis, die allesamt weiter vorne starten werden. Und Sie sehen schon, jung und alt sind dabei, genauso wie er hier, Mark Allen, der Amerikaner, der Titelverteidiger. Man fragte sich eigentlich nur, wer soll diesen Mann, diesen Mark Allen, eigentlich schlagen? Sie waren schon Tage vorher angereist, die Top-Athleten dieser Disziplin. Mark Allen, Greg Welch, den wir gesehen haben, Pauli Kiuru, der Finne, einer der stärksten Europäer. Wolfgang Dittrich selbstverständlich, ein exzellenter Schwimmer, war dabei. Genauso wie Jürgen Zeck, der ja im letzten Jahr den 8. Platz belegt hatte. Bevor es dann losgeht, die insgesamt, das muss man sich mal vor Augen führen, 226,3 Kilometer hier für Claudia Kretschmann. Das ist eine Amerikanerin, deren Mann viel, viel Geduld aufbringt. Bevor es dann also auf diese fast 230 Kilometer ging, auch für Richard Parkinson, einer der Initiatoren, da hieß es sammeln. 1.377 Teilnehmer auf engstem Raum. Im letzten Jahr waren die Schwimmzeiten hier beim Triathlon von Hawaii nicht ganz so stark aufgrund der Strömungen.
Und dann ging's los. Der Beginn des Triathlons von Hawaii 1991. 1978 gab es hier zum ersten Mal eine derartige Veranstaltung. Damals waren insgesamt 12 Teilnehmer dabei. Das sind also ganz exakt 1365 weniger. Und ein Mann namens Gordon Heller war der Erste, der sich in die Siegerliste eintragen durfte. Mittlerweile aber finden wir dort Namen wie Dave Scott, der Mann, der 6-mal gewonnen hat. Scott Tinley, er war 2-mal erfolgreich. Scott Molina, Mark Allen natürlich nicht zu vergessen. Das sind die Namen, die fast schon Geschichte geschrieben haben. Und schade, schade, dass Dave Scott nicht dabei war hier bei diesem Triathlon in diesem Jahr. Er hatte ja zu Beginn der Saison schon ein paar Probleme, konnte dann im Frühjahr beschwerdefrei trainieren. Der Mann, der 6-mal Hawaii gewonnen hatte. Aber nach Nizza gab es dann wieder sehr starke Knieschmerzen. Und somit musste der mittlerweile schon 37-jährige Dave Scott hier auf eine Teilnahme verzichten. 3,9 Kilometer. Man musste darauf achten, dass die Markierungsbojen immer auf der rechten Seite bleiben. Da gibt es so auch ganz kleine Kanus, die einem den Weg weisen. Aber ansonsten ist man ganz alleine, nur mit sich. Den Rhythmus finden möglichst früh. Das ist hier auf Hawaii, auf Kailua Kona, in dieser Bucht gegeben, denn der Wind war nicht so besonders stark, genauso wie im letzten Jahr. Allerdings die Strömungen, damit hat man doch enorme Schwierigkeiten. Und man kannte ja eigentlich schon gleich zu Beginn die stärksten Schwimmer in diesem Feld. Das war zum einen Wolfgang Dittrich, der im letzten Jahr, wie auch einige Male davor, stärkster Schwimmer war, und der Amerikaner Rob Mackel. Er war im letzten Jahr ganz knapp hinter Dittrich ins Ziel gekommen. Und auf diese beiden galt es zu achten. Mark Allen, sein Rückstand, auch da war man gespannt. Das waren im letzten Jahr 2 Minuten 39. Und für ihn ging es eigentlich nur darum, auch in diesem Rahmen in diesem Jahr zu bleiben. Denn seine Stärken liegen nicht nur auf dem Rad, sondern vor allen Dingen dann auf der Marathonstrecke, bei diesem Ultra-Triathlon, dem Ironman-Ereignis des Jahres. Es gibt ja mittlerweile sogar eine sogenannte World Series, insgesamt dotiert mit $460.000. Da gibt es eine richtige Punkteliste. Für den Gewinner 100 Punkte und so geht es dann runter und raus aus dem Wasser ging es genauso wie im letzten Jahr, nur umgekehrt. Rob Mackel, dann kommt Wolfgang Dittrich, der also auch hier wieder ganz hervorragend zurechtkam auf der Schwimmstrecke. Der Deutsche aus Neuss, der sich viel vorgenommen hatte, der sich auch verbessert hat, nicht mehr als reiner Schwimmer gilt, sondern auch jetzt auf den anderen Etappen recht gut zurechtkommt. Mackel war dann der Erste auf dem... Genau das Gleiche bestätigt hier auch Claudia Kretschmann die Probleme. Aber sie sagt, ach, eigentlich geht es schon. Wenn ihr nach Hause kommt von der Arbeit, dann bin ich auch einige Male da. Ich kümmere mich um die Kinder, mache ihm natürlich auch was zu essen und ich bin froh, dass er so viel Verständnis für mich hat, dass er mich unterstützt und dann gehe ich ab und zu mal für eine Stunde raus und um zu trainieren und er ist wirklich ein guter Mann. Er unterstützt mich da voll und das braucht man auch. Impressionen von der Strecke. Eine unglaubliche Hitze vorbei an Lavagestein und weiten, weiten Wüstenlandschaften. Und sie zeigt sich eigentlich relativ zufrieden hier über ihren Trainingszustand. Sie sagt, so viel wie ich trainiere, da muss ich eigentlich stolz sein, dass ich so weit bin. Das ist einfach ein tolles Gefühl, neben so großen Athletinnen wie Erin Baker, die wir hier im Bild sehen. Oder aber Baller Newbie Fraser, neben solch großen Athleten überhaupt im Rennen zu sein. Wendy Ingraham, die stärkste Schwimmerin, nach wie vor in Führung. Aber so langsam aber sicher wurde das Feld von hinten aufgerollt. Man wusste, sie würde bald eingeholt werden. Und genau das Gleiche sehen wir auch hier bestätigt. Denn Paula Newbie Fraser wird sie wohl gleich erreichen.
Tolle Newbie. Fraser, dreimal hat sie diesen Triathlon gewonnen. Hat auch gleichzeitig die beste Zeit erzielt insgesamt bei allen Events. Das war 1989. Das war sowieso das Rekordjahr, denn auch Mark Allen stellte dort einen Rekord auf mit 8:09:15 und Paula Newbie Fraser blieb knapp über 9 Stunden, natürlich 9 Stunden und 56 Sekunden ganz genau. Und diese 9 Stunden, das sind bei den Damen so die magischen Grenzen. Bei den Herren spekuliert man sogar irgendwann mal die 8-Stunden-Grenze zu unterbieten, aber Sie sehen es auch hier, die Unterschiede sind gar nicht so groß. Insgesamt, wenn man die Bestzeiten mal hinzunimmt, 51 Minuten. Es ist auch eine Sportart, wo die Damen immer näher herankommen an die doch als so stark geltenden Herren. Und immer mehr herankamen dann auch im Verlaufe dieses Rennens die Favoritinnen. Bei den Damen waren ja auch alle dabei. Thea Sebesma, die Neuseeländerin. Neuseeland hat ja Triathlon eine sehr große Tradition. Hier allerdings haben wir Erin Baker im Bild, die 30-Jährige aus Neuseeland, die sich so gern vorbereiten würde auf die Olympischen Spiele. Aber da nicht beim Triathlon, obwohl man mittlerweile zumindest im erweiterten Kreis der olympischen Disziplin ist, wenngleich es vor dem Jahre 2000 wohl kein Triathlon geben wird, zu dicht gedrängt ist der Kalender. Aber sie hat vor, über 10.000 Meter zu starten. Ob es was wird, wir werden es dann spätestens im nächsten Jahr in Barcelona wissen. Der Kampf gegen die Uhr, der Kampf gegen sich und auch gleichzeitig der Kampf gegen das Drafting mit der Startnummer 18, ich glaube, den brauche ich hier nicht vorzustellen. Wolfgang Dittrich, der Deutsche, der nach wie vor ein glänzendes Tempo fuhr und bei dem es keine Gefahr gab, dass er sich dem Drafting unterziehen sollte. Der Neuße allein auf weiter Flur, was für eine Landschaft. Drafting, das heißt im Windschatten fahren und man hatte in diesem Jahr noch ein bisschen härter die Grenzen gezogen. Denn man musste mindestens 4 Radlängen zwischen sich und dem vorne fahrenden Athleten lassen. Ansonsten kamen die sogenannten Race Sheriffs dazwischen und es drohte sogar eine Disqualifikation. Ja, Wolfgang Dittrich, 10. war er auf Hawaii 1989, Jürgen Zeck im letzten Jahr 8. Da waren also die Deutschen recht erfolgreich, aber es sollte endlich mal ein Platz unter den ersten 5 werden. Dies der große Traum. In einer Landschaft, die allein schon reizvoll genug ist, aber ich glaube nicht, dass die Athleten da einen großen Sinn für hatten. Im Triathlon Eldorado auf Hawaii. Denn die Beschäftigung mit sich selbst, das ist eigentlich das, was zählt. Das Kennenlernen des eigenen Körpers im Training. Er hier ein exzellenter Schwimmer. Das wusste man mittlerweile aber auch, gerade im Lauf, sehr verbessert. Hatte sich in diesem Jahr viele Starts vorgenommen, in St. Croix zum Beispiel, in Nizza, dann selbstverständlich in Rot. Es gab ja auch die Kurz-Europameisterschaften in Genf, die deutschen Meisterschaften in Arolsen. Ein Mann, der nur für den Triathlon Sport lebt, Wolfgang Dittrich, mittlerweile 29 Jahre alt, von der SG Neuss, ein ganz offenherziger Typ, der, wenn man mit ihm spricht, wirklich erkennen lässt, dass er ein echter Fanatiker ist. Aber das sind sie wohl alle. Und so hat ja auch Mark Allen begonnen vor vielen, vielen Jahren, als er damals eine ganz bekannte Triathletin sah, Julie Moss, ihr Name. Nebenbei ist dies mittlerweile seine Frau. 4 Minuten, der Rückstand von Allen. And if you come here feeling like you're, that you are more powerful than this island or the race or you're bigger than the sport, der sich hier ein bisschen
so äußert, wie es beschaffen ist mit dem gesamten Rennen. Er sagt, du musst den Preis zahlen, wenn du die Voraussetzungen nicht akzeptierst. Es kann einem helfen, es kann dann aber auch zurückwerfen. Es hängt von dir ab, ob du das Ganze nutzt oder ob es dich zurückwirft. Greg Welch, sein großer Konkurrent, sagt, ein tolles Inselreich hier, da kann man nicht sagen. Das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt, ist natürlich der Lauf und der Weg auf dem Rad. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich irgendwann dann die Kontrolle auf dem Rad vielleicht darüber mich kurzzeitig verlieren werde, denn da spielen doch ganz andere schwierige Faktoren mit eine Rolle. Ganz interessant, die Studie der beiden hier, Mark Allen und Greg Welch, die Verkleidung der Räder, die ist ja nicht nur bei den Triathleten mittlerweile ein absolutes Muss, und Mark Allen, er zog an ihm vorbei. In frühen Jahren hat er angefangen mit dem Schwimmunterricht, und Inspiration für ihn waren damals die Olympischen Spiele in Mexiko. Da war für ihn das Thema Sport zum ersten Mal aktuell. Und besonders angetan hatten es ihm da Schwimmer wie Don Schollander und Debbie Meyer. Daraufhin ging er dann in einen Schwimmclub. Und Schwimmen, das ist ja die Paradedisziplin dieses Herrn hier, Wolfgang Dittrich, der schon einige Male bei den Schwimmkonkurrenzen ganz weit vorne war, hier auf Hawaii. Jeff Devlin, ein Amerikaner, der sich gut hielt noch zu diesem Zeitpunkt. Sie haben seinen Rückstand kurz eingeblendet gesehen. Auch er machte sich ernsthafte Hoffnungen, am Ende vielleicht sogar unter die ersten fünf zu kommen. Greg Welch, der Australier, im letzten Jahr war er Fünfter, hatte immerhin ein Preisgeld kassiert von $5,000. Mittlerweile ist ja die World Series im Triathlon nicht nur hoch dotiert, das habe ich vorhin angesprochen, sondern wird auch noch belohnt mit dementsprechenden Punkten. Hier beim Ironman auf Hawaii, da gibt es doppelt so viel wie normalerweise, also für den Sieger 200, für den zweiten 180, den dritten 170 und dann so weiter, immer durch 10 getrennt bis hinunter. Interessant vielleicht noch, dass neben Mark Allen auch Dirk Aschmonait noch eine echte Chance hat, diese World Series zu gewinnen, nach tollen Resultaten zu Beginn des Jahres. Aber da muss man selbstverständlich dann auf Hawaii punkten, und das weiß auch dieser Mann, Greg Welch, der sich noch niemals in die Siegerlisten eintragen konnte hier, dessen bester Erfolg der fünfte Platz war. Darin der Amerikaner, auch eher vorne. Man kann ja auf diesen über 180 Kilometern sehr, sehr viel aufholen, und das tut in dieser Phase Greg Welch, und wir gehen ganz kurz in eine Pause. Jetzt sind wieder die Bilder von der Küste. Triathlon Eldorado auf Hawaii, und nach wie vor Wolfgang Dittrich, der sich noch mal ein bisschen abkühlte, eher vorne. Der Mann mit der Startnummer 18, der nach wie vor auf Erfolgskurs war. Aber das war auch im letzten Jahr. Und Mark Allen entledigt sich da der überflüssigen Kleidung. 5 Minuten zu diesem Zeitpunkt hinter Wolfgang Dittrich zurück. Das war schon ein Riesenabstand für Mark Allen, dem wohl ein bisschen warm war in dieser Phase. Greg Welch, auch er, natürlich, da wir ihn eben gerade haben vorbeifahren sehen, mit dem gleichen Rückstand auf Wolfgang Dittrich, der dann so langsam aber sicher in Richtung Wechselzone kam, der Neusser. Schauen Sie mal, wie dem jetzt gleich das Rad da entrissen wird, schon längst raus aus den Schuhen, und jetzt heißt es wirklich absolute Härte hier bestehen, denn wer das kennt, das Gefühl, wenn man vom Rad steigt und dann plötzlich eine ganz andere Muskulatur da verwenden muss, der weiß, wie schwierig das ist, diesen Rhythmuswechsel zu vollziehen. Greg Welch hier hinten rechts arbeitend und dann
Mark Allen. Das sind die beiden, die sich so ein bisschen hochgesogen haben. Wir haben da die Namen der besten Athleten noch gesehen. Und Wolfgang Dittrich ging mit 5 Minuten Führung auf, ja, man wagt es kaum zu sagen, die Marathondistanz. Das ist der eigentliche Kampf, den die Athleten zu bestehen haben. Dittrich also in Führung vor Welch und Allen. Auch Devlin war noch vorne dabei. Da haben wir die beiden in der Verfolgergruppe. Gut auch bis zu diesem Zeitpunkt. Pauli Giuro, der findet er sich ja immer so akribisch kontrolliert während seiner Fahrt auf dem Bike und auch während seines Laufes immer genaue Pulsmessungen betreibt, um eben ja nicht zu übertreiben. Und ich glaube, das ist besonders wichtig. 5,5 Minuten war er hier zurück. Jeff Devlin, auch wahrlich kein Unbekannter unter den Triathleten. Er lässt das alles etwas ruhiger angehen als die meisten. Und dann Hektik in der Wechselzone. Greg Welch, der hier fast den falschen Weg gelaufen wäre. Und dann wartete man auf Mark Allen, der genau wusste, ich bin eigentlich der stärkste Läufer in diesem Feld. Mir kann normalerweise jetzt nicht mehr viel passieren, wenn Wolfgang Dittrich, wie erwartet, ein bisschen nur einbricht. Jeff Devlin haben wir eben gesehen und das ist Dittrich, der wieder glänzend geschwommen war. Eine exzellente Zeit mit 48,02,5. Dann auf dem Rad saß er insgesamt 4 Stunden 42 Minuten und 58 Sekunden. Und das sind Experten, die gleich ein bisschen Werbung machen. Das Event wird ja von Gatorade offiziell gesponsert. Und das hier ist eine kleine Maschine, die ganz genau die Dickflüssigkeit dieser Gatorade-Flüssigkeit hier messen kann. Und der Herr sagt hier, wir müssen einfach sicher gehen, dass die Mischung stimmt, dass es also nicht zu dünn oder zu dick gemixt ist, und das kontrollieren wir hiermit. Wie wichtig ist es denn, hier Getränke zu sich zu nehmen? Naja, unter diesen Bedingungen selbstverständlich ist es unglaublich wichtig. Es wird hier von dem Effekt Hydration gesprochen. Und er sagt, ja, viele von denen, die das dann betrifft, die finden sich dann in irgendeinem medizinischen Zelt wieder in der Versorgung. Und er sagt, über 12 Liter wird hier verloren an Flüssigkeit, und das muss man dann selbstverständlich nachführen, so wie das hier Wolfgang Dittrich tut. Ja, Hawaii, eines der Big Events. Chicago ist, glaube ich, noch zu nennen, St. Croix, Los Angeles in Rot. Auch da wird mittlerweile fast schon Triathlon-Geschichte geschrieben, aber im nächsten Jahr, da kommt wohl einem Ereignis eine ganz besondere Bedeutung zu. Los Angeles im kommenden Jahr mit dem höchsten Preisgeld. Das Kurzdistanz-Event. Insgesamt $250.000 werden da veranschlagt. Für den Sieger allein $50.000. Erin Baker, die ähnlich gut geschwommen war wie im letzten Jahr, die allerdings auf dem Rad nicht ganz so gut zurechtkam. Für Paula Newby-Fraser muss man sagen, sie schwamm relativ schlecht. War auch auf dem Rad noch nicht so exzellent, aber bei ihr, da waren die Hoffnungen vor allen Dingen konzentriert auf das Laufen. Beim Laufen, da führte nach wie vor dieser Mann, der dann noch Anweisungen bekommt, denn er hatte ihn hier im Nacken. Mark Allen und dazu noch Greg Welch, die selbstverständlich auch immer wieder Zurufe bekommen, wie groß der Rückstand ist. Das ist ganz klar, und ich möchte es nochmal sagen, schade, dass Dave Scott nicht dabei war. Das hätte ein Riesenrennen geben können zwischen diesen 4-5 Superstars der Szene, zu denen auch er gehört, Wolfgang Dittrich. Aber zwei, die tun sich natürlich auf der Marathondistanz ein bisschen leichter als einer, der praktisch gegen sich selbst läuft. Und sportlich ging es aus auch zu. Schauen Sie mal, was jetzt passiert. Der Schwamm, der wird nicht achtlos weggeworfen, sondern da ist man nicht Konkurrent.
Da ist man sozusagen Leidensgenosse, wie hier diese beiden. Und dann geht's weiter zur Aufholjagd gegen Wolfgang Dittrich. Mark Allen, der siebenfache Weltmeister, der in Avignon gewonnen hat 1989, der Triathlet des Jahres war 1986, 87 und 89 gegen Wolfgang Dittrich, der hier wirklich einen Höhepunkt feiern konnte, und dann der emsig bemühte Greg Welch. Das war natürlich ein gefährliches Duo da im Sog von dem Betriebswirtschaftsstudenten Wolfgang Dittrich, aber was heißt das schon, Student? Und haben Sie eben diese Szene gesehen? Nachdem Sie Wolfgang Dittrich passieren, da gibt es sogar noch die 5, also eine Art Shake Hands zwischen Welch und Dittrich. Das ist schon eine ganz besondere Spezies, diese Triathleten. Und sie müssen extrem fit sein, damit nicht sowas passiert wie in den letzten Jahren. Das sind Bilder, die wir sie auch noch von der Olympiade kennen, von den Olympischen Spielen 88. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Marathonlauf. Die Geschichte des Triathlons von Hawaii, auch eine Geschichte der Leiden, aber auch eine Geschichte dieses Mannes, der zum ersten Mal 89 hier gewann. Mark Allen, der im letzten Jahr erfolgreich war, der 88 einen totalen Einbruch hatte, sich komplett verschätzte. Und das ist so sein Weg. Nach Stürzen, auch nach Verletzungen, nach vielen Enttäuschungen, dann in den letzten 2 Jahren ganz oben auf dem Treppchen. Reifendefekte, die dazugehören und die man normalerweise selbst beheben muss. Der große Kampf gegen Dave Scott, das Nonplusultra. Hier ein Mann, der 1980 zum ersten Mal gewann. Das Duell, das interessant war. Nicht nur 89 bei diesem Ereignis. Mark Allen mit seiner Gattin, die habe ich ja schon erwähnt, das ist eine, die ihn inspirierte. Die hat er nämlich im Fernsehen gesehen, die Julie Moss, und hat er sich gesagt, also ein bisschen pervers ist diese Sportart ja schon, aber ich möchte sie gerne ausüben. Und dann fing er halt an, kaufte sich ein paar Laufschuhe, ein gebrauchtes Rennrad und begann zu trainieren. Und nach 3 Monaten mit 3-mal Pooltraining fürs Schwimmen, 30 Meilen zu Fuß und 120 Meilen auf dem Rad in der Woche, da stand er dann im Startgewühl seines ersten Triathlons. Das war bei einem Rennen der USTS-Meisterschaften, eine nationale Veranstaltung in Amerika. Und er wurde Vierter. Das war schon erwähnenswert genug, aber vor allen Dingen interessant, hinter was für Leuten er da im Rennen einlief ins Ziel. Die Reihenfolge: Dave Scott, Scott Molina und Scott Tinley. Also die drei großen Scots, die ja die Triathlon-Szene seit vielen, vielen Jahren mitbestimmen. Genauso wie der Mark Allen, der damals zum ersten Mal mit diesen Leuten in Berührung kam. Das hat ihm unheimlich imponiert. Der wurde dann im Laufe der Zeit einer der Größten. Der Mann, der 4 Jahre Biologie studierte, der eigentlich Mediziner werden wollte und der sich 2 Jahre lang ein bisschen Geld verdiente, nebenbei zum Studium als Bademeister. Und irgendwann hat er gesagt, meine Güte, das ist alles nichts hier mit dem Studium. Jetzt muss ich was Richtiges tun. Hat sich dann entschlossen, Bademeister-Profi zu werden. Das war er 2 Jahre. Und dann kam das Erlebnis. Fernsehen angestellt, ein Triathlon gesehen, Julie Moss gewinnen gesehen. Und dann hat er sich gesagt, das machst du auch. Was für ein Zufall, dass diese Julie Moss mittlerweile seine Gattin ist. Richard Parkinson, auch er, nicht nur einer der Dauergäste, auch einer der Hauptinitiatoren auf der Strecke. Und das sind dann die Leute, die ein bisschen später ankommen, in späten Nachtstunden. Der Besenwagen, der immer mitfährt, der die letzten einsammelt. Und das ist vom Start weg bis zum Ziel der Weg von Parkinson, den Sie hier alle kennen, der mindestens genauso bekannt ist wie Mark Allen, der zweifache Sieger, der auf der Strecke in Richtung
dreifachen Triumph momentan strebt, denn wer soll ihn stoppen? Man wartet eigentlich nur auf den Zeitpunkt, da er sich absetzen kann gegen Greg Welch. Die Räder, er hier verwendet ein ganz normales, Sie sehen es, zumindest was die Verkleidung der Räder betrifft. Es ist ja auch gang und gäbe, dass man eine Vollradverkleidung hat, aber das Problem sind die bereits erwähnten Winde. Es ist nicht einfach, die Spur zu halten. Jeff Devlin, 6 Minuten zurück. Aber einer, der kam und der genau wusste, vielleicht habe ich noch eine Chance, unter die ersten drei zu kommen. Greg Welch, 5 Minuten zurück. Wolfgang Dietrich, wir haben es gesehen, er wurde nach etwa 8-9 Kilometern eingeholt von diesen beiden. Und Allen, der locker lief, der stärkste Läufer im Feld, keine Frage. Er der Führende und damit vielleicht sogar die Chance, hier zum dritten Mal hintereinander zu gewinnen. Das war bis zu diesem Zeitpunkt nur Dave Scott gelungen. 82 bis 84 war der Mann, der am Knie verletzt war und hier nicht starten konnte. Ganz oben auf dem Treppchen auf Hawaii beim Triathlon. Er schaut sich um, die Bilder beim Duell gegen Dave Scott, unvergessen. Die beiden Läufer, die hier seit 86 die Szenerie bestimmen. Nur einmal konnte ein anderer gewinnen, Scott Molina 88. Also im Blickpunkt des Geschehens. Bis gleich. Lavagestein auf Hawaii und ein Mann bahnte sich seinen Weg ganz allein. Mark Allen. Bei den Herren der alleinig Führende. Aber es schien sich auch bei den Damen jetzt mittlerweile hier die Spreu vom Weizen zu trennen. Paula Newby-Fraser umringt von einigen Herren. Es war klar, dass sie genauso wie Aaron Baker, wenn die einigermaßen durchhalten würde, auch in der Spitzengruppe der besten 50 Herren würde auftauchen können. Aber es schien wieder ein Sieg für Paula Newby-Fraser herauszuspringen. Eine Dame, die auf den Langstrecken in andere Dimensionen vorgelaufen ist. Thea Sebesma aus den Niederlanden war ja eine, die lange Zeit mithalten konnte. Nicht so, so schien es zumindest Aaron Baker, die 30-Jährige, denn sie war doch zu diesem Zeitpunkt schon ein ganz schönes Stück hinter Paula Newby-Fraser. Wasser will sie haben, die Dame aus Simbabwe. Die, und ich glaube, das kann man vergleichen, schon Zeiten aufgestellt hat, die so etwa in den Bereichen von Dirk Aschmonait lagen. Da gibt es mittlerweile wieder kleinere Unterschiede. Interessant hier vielleicht, sehen Sie es, damit sie Aaron Baker die Flasche nicht richtig fassen muss, hat sie sich da so ein Behelfsmodell entworfen, geht da mit der Hand quasi rein, damit das Ganze ein bisschen lockerer passiert. 12 Liter Flüssigkeitsverlust auf dieser Strecke. Die Ernährung spielt mittlerweile selbstverständlich auch eine ganz wichtige Rolle, ähnlich wie beim Marathon-Ereignis. Da wird auf Vollwertkost geachtet. Auch die Hotels hier auf Hawaii stellen sich drauf ein. Da gibt es ein ganz anderes Angebot, wenn die Triathleten hier sind. Nicht mehr die üblich fette Kost der Amerikaner, sondern Vollwertkost ist Trumpf auf dem reichhaltigen Frühstücksangebot. Säfte und Früchte, damit man schon mal Vitamine, Kohlenhydrate und all das, was man braucht, um eine solch unglaubliche Strapaze durchzustehen. Markel. Es war zu diesem Zeitpunkt eigentlich klar, es sei denn, Mark Allen würde sich verletzen, dann hätte Greg Welch noch eine Chance, aber der schaute sich um, denn er wollte unbedingt Zweiter werden in diesem Rennen, war mit einer 51er Zeit glänzend geschwommen, dann mit 4:45:21 etwas langsamer nur gefahren als die anderen Topstars auf dem Rad. Da war Jeff Devlin einer der stärksten. Genauso, und das war doch mehr als erfreulich, wie Wolfgang Dietrich, der eine 4:42er fuhr, war der Einzige. Mit Jürgen Zeck, der zu diesem Zeitpunkt etwa an 16. Position lag. Der Mann, der im letzten Jahr Achter werden konnte zum Abschluss dieses schwierigsten Triathlons auf der Welt. Also auch er kam gut zurecht.
die typische Landschaft, in diesem Fall für Jeff Devlin, den Amerikaner. Man muss ja sagen, die Entwicklung des Triathlons kam, woher sonst, natürlich aus Amerika. Aber mittlerweile hat man auch in deutschen Landen doch schon über 60.000 Teilnehmer beim Triathlon zu verzeichnen. Der erste Triathlon übrigens fand 1974, das sagt man zumindest, in der Nähe von San Diego statt. Anfang der 80er Jahre gab es dann die erste Übertragung in Amerika. Und die ersten Triathlon-Wettkämpfe in Deutschland, die zogen dann vor 9 Jahren ein. Es wurde dann auch noch ein deutscher Triathlon-Verband gegründet, dann ein breitensportorientierter deutscher Triathlon-Bund, und die beiden haben sich dann im Februar 85 zusammengeschlossen, und seit 87 ist man offiziell im Deutschen Sportbund aufgenommen. Das heißt mittlerweile eine anerkannte, sogar eine olympische Sportart, wenngleich Triathlon noch im offiziellen Kalender der Olympioniken fehlt. Der Zweikampf, der im letzten Jahr ein großer war, zwischen Aaron Baker und Paula Newbie Fraser. Im letzten Jahr, als die beiden nach 1,5 Jahren nicht mehr aufeinander getroffen waren, dann innerhalb einer Saison gleich 3-mal. Und als dann Aaron Baker davon profitierte, dass eben ihre große Konkurrentin Paula Newbie Fraser ausscheiden musste aufgrund eines Defekts. Sie hat auch einen prominenten Ehemann, die Aaron Baker. Das ist Scott Molina, der Mann, der hier schon mal gewann. Aber sie schien keine Chance zu haben gegen Paula Newbie Fraser. 29 Jahre ist Newbie Fraser alt. Da haben wir sie im Bild. Eine unglaubliche Hitze, vor allen Dingen eine unglaublich hohe Luftfeuchtigkeit hier auf Hawaii. Das ganze Ereignis wurde ja schon mal im Verlaufe der Jahre verlegt. Das war früher im Februar bis 1982, aber dann sagte man, die ganzen Leute, die rüberkommen, die diese Temperaturen nicht gewohnt sind, die haben einen enormen Nachteil. Und darum gab es im Jahre 82 zweimal einen Ironman auf Hawaii. Im Februar, als Scott Tinley und Kathleen McCartney gewannen, und dann im Oktober, als Dave Scott und Julia Leach nicht zu schlagen waren. Und nicht zu schlagen war auch dieser Mann, Mark Allen, der schon wusste, dass Greg Welch wohl nicht mehr viel würde ausrichten können gegen ihn. Greg Welch, der lange Zeit mitgehalten hatte, aber der dann doch einem Mark Allen unterlegen war, der sein großes Ziel zum dritten Mal hier zu gewinnen, dies, ich habe das bereits angesprochen, gelang bisher nur Dave Scott, der sein großes Ziel in Kürze erreichen sollte. Einer, der Triathlon-Geschichte geschrieben hat, einer von 3 Brüdern. Der älteste ist übrigens der jüngste vielmehr, ein ganz aussichtsreicher Kandidat für die Olympischen Spiele. Im Radfahren, vielleicht qualifiziert er sich dafür. Und das wurde auch den größten Triathleten dieses Jahres, Mark Allen, mehr als stolz machen. Der Weg auf Hawaii, der führt nur über ihn, und eine Begeisterung, die man vielleicht auf keinem anderen Triathlon-Ereignis der Welt erlebt. Mark Allen mit einer Gesamtzeit von 8:18:32:3. Der große Sieger des Triathlons von Hawaii 1991. Er lässt sich feiern, und dies mit Recht. Hatte sich sein Rennen, wenn man das sagen kann, wieder mal hervorragend eingeteilt. Wurde auch nicht nervös, als Dietrich immerhin 5 Minuten führte da vor der Marathonstrecke. Zum dritten Mal in Folge gewinnt Mark Allen. Dahinter dann einer, der im letzten Jahr Fünfter war und der sich freuen kann, wie alle anderen, nicht nur die vorne landen. Greg Welch, der Australier, mit 8:24:34,2. Da hat er sich gegenüber dem letzten Jahr um fast eine Viertelstunde verbessert. Er wird Zweiter beim Triathlon von Hawaii. Unglaublich, wie fit der noch ist.
Fast 230 Kilometer hat er insgesamt zurückgelegt im Wasser, auf dem Rad und beim Laufen. Und Richard Parkinson, 5 Stunden 30 Minuten dahinter, der lässt erstmal das Ganze ein bisschen langsamer angehen. Das kann er auch. Für ihn zählt nur eins: vor Mitternacht ankommen. Im Ziel, wie für viele andere der über 1300 Teilnehmer in diesem Jahr. Angefangen hatte man 78 mit insgesamt 15. Da waren überhaupt noch keine Damen dabei. Damals die Siegeszeit 11:46:58. Und dann zum ersten Mal über 1000 Teilnehmer 1984, davon schon 158 Damen. Da war sie hier noch nicht dabei, die große Siegerin der Damenkonkurrenz, 9:07:55 ganz genau, für Paula Newby Fraser, die ihre große Konkurrentin Erin Baker geradezu disqualifizierte, kann man sagen. Ein Riesenvorsprung von insgesamt 15 Minuten und der schwere Weg der Erin Baker, der Neuseeländerin, die hier noch an einigen Herren vorbeizieht. Aber die Gattin von Scott Molina hatte an diesem Tag gegen ihre große Konkurrentin Paula Newby Fraser keine Chance. Paula Newby Fraser, die übrigens auch die Rekorde hält in verschiedenen Altersgruppen, denn auch dort gibt es hier Statistiken. Bis zu dem Alter von 29 Jahren lief niemand schneller. Und Claudia Kretschmann, sie wird 15. Die Dame, die wir ein bisschen begleitet haben. Ein unglaublicher Erfolg für eine, die ganz so nebenbei noch ihren Hausfrauenjob mit Bravour bestätigt. Wir haben vorhin den Mann gesehen, der jetzt auch gleich bei den Helfern zugegen ist. Eine tolle Leistung, 15. Aber was heißt schon tolle Leistung? Alles relativ. Normalerweise sind auch die, die überhaupt hier antreten, schon mit dem Stichwort tolle Leistung zu bezeichnen. Denn wer hier im Eldorado der Triathleten sich an den Start wagt, das ist schon erwähnenswert genug. Und wenn es dann abends dunkel wird und so langsam aber sicher die Uhr Richtung 24 Uhr geht, der Zeiger, dann sind auch solche wie er hier, Parkinson, noch unterwegs. Der große Sieger war Mark Allen vor Greg Welch und Jeff Devlin. Pauli Giuro, der Finne, landete auf Platz 4 und Wolfgang Dittrich, exzellenter Fünfter, war er. Einer von vielen, vielen Siegern, muss man sagen, bei diesem Event. Jürgen Zeck auch mit seinem 13. Platz noch toll platziert. Bei den Damen Paula Newby Fraser, Erin Baker, die haben wir gesehen, und dann Sarah Koop auf Rang 3 vor Thea Sebesma, die ein bisschen nachgelassen hat in der Endphase dieser Saison.